Ja, lieben Gruß in die Runde. Ein kurzes und knappes Marketingplan-Training ist erwünscht und deswegen gehen wir gerade mal hier ein bisschen näher auf diese Thematik ein. Du bist bei Root womöglich schon registriert, du hast deine eigene Webseite, du hast womöglich schon deine ersten eigenen Kunden und möchtest wissen, wie dieser Marketingplan im Detail funktioniert. Vielleicht eine wichtige Voraussage vorweg. Wir haben hier bei Root nur vier verschiedene Einkommensmöglichkeiten. Alle diese Einkommensmöglichkeiten sind sehr offengelegt. Was ich damit sagen will, es gibt keine versteckten Provisionen. Was ich damit meine, wirst du gleich erkennen. Fangen wir einfach damit an, dass ich dir sage, wie das Ganze für dich funktioniert. Du hast dich registriert bei Root. Du bist Kunde, wie jeder andere auch. Das heißt, man kann sich hier bei Root nicht als Vertriebspartner einkaufen, sondern jeder ist erst einfach mal Kunde. Du bestellst dieses Produkt für dich selber, weil du es testen willst, weil du eine eigene Erfahrung sammeln willst. Und jetzt fängst du an, mit anderen Menschen darüber zu reden. Und in dem Moment, wo ein Kunde bei dir über deine Webseite bestellt, bekommst du vom Einkaufspreis dieses Produktes 15% als sogenannte Affiliate-Provision ausbezahlt. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Clean Slate $69 kostet, dann sind 15% davon deine. So weit, so einfach. Jetzt fängt dein Kunde an, mit anderen Menschen darüber zu sprechen und er hat einen Kunde. Dein Kunde hat einen eigenen Kunden, dann verdient dein Kunde die 15%. Du aber bekommst 10% obendrauf, sodass du im Grunde genommen an den Aktivitäten anderer Menschen Geld verdienst. Bedeutet also, wenn wir deine 15% sehen und die 10% in der zweiten Ebene, sehen wir also, dass 25% des Einkaufspreises direkt so ausgeschüttet werden. Das ist Provision Nummer eins. Wir reden da von der sogenannten Affiliate-Provision. Jetzt hast du zwei eigene Kunden. Und jetzt hast du die Chance, in deinem Backoffice mit einem Mausklick abzugraden als sogenannter Ambassador. Jetzt bist du Vertriebspartner und bekommst auch rückwirkend auf deine ersten zwei Kunden Geld ausgezahlt. Alternativ, wenn du Kunde bleibst, bekommst du einfach die 15% als Gutschrift ausgezahlt oder angezeigt und bei deiner nächsten Eigenbestellung hast du damit die Möglichkeit, einfach Geld zu sparen, weil es von deinem Einkaufspreis deiner nächsten Bestellung abgezogen wird. Jetzt gehen wir davon aus, du hast deine zwei Kunden. Du bist Vertriebspartner des Unternehmens und sogenannter Ambassador. Und jetzt verdienst du also die 10% auch an den Kunden deiner Kunden. Und jetzt geht Provisionsquelle Nummer zwei auf. Und zwar in dem Moment, wo du erstmalig ein Gesamtvolumen von $300 mit deinem gesamten Team, mit deiner Community überschritten hast. Was meine ich damit? Rechne deinen Eigenumsatz plus den Umsatz deiner Kunden plus womöglich den Umsatz der Kunden deiner Kunden zusammen. Und all das wird kumuliert. Und daraus bekommst du eine tägliche Umsatzbeteiligung. Machen wir ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Stell dir bitte vor, du hast drei Kunden, die jeweils $100 Umsatz machen. Dann hast du jeweils 15% daran verdient, sprich also $15 mal 3 sind $45 für dich. Jetzt hast du diese $300 überschritten. Und jetzt bekommst du erstmalig eine tägliche Umsatzbeteiligung. Und zwar 30 Tage lang 50 Cent. Wenn wir 30 mal 50 Cent rechnen, sind wir also wiederum bei $15 angekommen, sodass wir, wenn wir die jetzt zu den $45 hinzuzählen, wir also bei einem Umsatz von $300 immerhin $60 Verdienst haben. Das sind nach Adam Riese 20%. Ja, das ist sicherlich schon mal sehr, sehr lukrativ. Und jetzt zeige ich dir, jetzt gehe ich gemeinsam mit dir auf unsere Folien, um dir das nochmal im Detail näher zu erklären. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich meine Folie sofort finde. Da haben wir sie. Und jetzt gucken wir uns das im Detail nochmal an. Wir sehen hier eine zweiseitige PDF, die umschreibt im Grunde genommen den gesamten Marketingplan von Root. Und hier siehst du alle Zahlen, die notwendig sind. Und darauf gehe ich jetzt in diesem kurzen Video nochmal näher ein. Angefangen hat alles hier oben in der ersten Zeile. Du bist Kunde und du bekommst auf dem Level 1, also auf deine eigenen Kunden, diese 15%. Jetzt hast du deine zwei eigenen Kunden, die was bei dir bestellt haben. Jetzt bist du sogenannter Ambassador, Affiliate. Und jetzt
öffnet sich für dich Level 2, das heißt, du verdienst 10% auf die Kunden deiner Kunden. Gut, und jetzt passiert das, was wir gerade gesehen haben. Du überschreitest die 300 Dollar. Und dann bekommst du, und das sehen wir hier, unter QRSP, das ist die dritte Spalte, was einfach heißt, qualifizierte Root Sales Points. 300 Dollar hast du überschritten und ab jetzt kriegst du, und das sehen wir hier in der sechsten Spalte bei den Root Rewards hier, ab jetzt kriegst du jeden Tag 50 Cent und zwar 30 Tage lang. Warum ist das so? Stell dir unser System bitte so vor. Dieses System kumuliert jeden Tag den Umsatz, der durch dich, durch deine Kunden und durch deren Kunden entsteht, durch deine Community. Und dieser Umsatz, der heute entsteht, der zählt 30 Tage lang. Ja? Und jetzt bist du angenommen 30 Tage lang bei Root dabei. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass hinten der Umsatz des ersten Tages wegfällt und der neue Umsatz des morgigen Tages hinzukommt. So musst du dir das System vorstellen. Und jetzt hast du diese 300 Dollar zusammen, du kriegst deine 50 Cent. Morgen machen deine Kunden weiteren Umsatz durch womöglich eigene Kunden. Und jetzt überschreitest du 200 weitere Dollar. Das heißt, du hast jetzt die 500 Dollar überschritten. Und wir sehen also jetzt in der nächsten Spalte, ab jetzt verdienst du jeden Tag 75 Cent. Und jetzt brauchen wir hier nur das Ganze runterrechnen. Und wir sehen also, dein Umsatz steigt in deiner Community und logischerweise auch dadurch deine tägliche Umsatzbeteiligung. Und so wanderst du von 1 Dollar auf 2 Dollar, auf 3 Dollar, auf 8 Dollar und dann geht es weiter auf 16, auf 28 Dollar. Irgendwann bist du bei 64 Dollar und so weiter und so fort. Und das Ganze, ohne dich jetzt reich rechnen zu wollen, geht runter bis zu einer täglichen Auszahlung von 2.800 Dollar, was nichts anderes bedeutet wie eine finanzielle Freiheit. Aber uns geht es jetzt in dieser Frühphase eher darum, was ist zu tun, damit du womöglich deine 300, 400, 500 oder womöglich deine 1.000, 2.000 Dollar verdienst. Und ich habe hier einen Zuschauer, der ist nicht auf stumm gestellt. Bitte einmal kurz auf stumm stellen. Ja? Dann sehen wir, dass wir hier in dieser ganzen Geschichte runterwandern und wir haben mittlerweile, nachdem wir jetzt einige Monate Erfahrung haben mit Root, eines festgestellt. Natürlich gibt es Tage, wo mal mehr Umsatz wegfällt, als ein neuer Umsatz hinzukommt. Aber im Grunde genommen ist dieses Business ein wunderbarer Markt, ähnlich wie eine Aktie, die traumhaft schön nach oben wandert mit allen Aufs und Abs, die dazugehören, ist aber eines völlig klar, dass dein Umsatz stabil wachsen wird. Warum? Weil Kunden bestellen, weil Kunden das Produkt spüren, weil Kunden dadurch wieder bestellen, weil dadurch Kunden anfangen, mit anderen Menschen darüber zu reden und so aus deiner Community ein immer größeres Umsatzvolumen entsteht, was in dieser 30-Tages-Periode jeden Tag von Root für dich abgerechnet wird. In dem Moment, wo du gestartet bist und auch qualifizierter Affiliate bist, fängt sogar schon direkt an, eine weitere Einkommensmöglichkeit. Und das sehen wir hier in der vorletzten Spalte, der sogenannte Root Match Reward. Und das bedeutet, sorge dafür, dass du jemanden erfolgreich machst, dann wirst du selber erfolgreich. Sorge also dafür, dass Menschen in deiner Community Geld verdienen, dann wirst du dafür honoriert, weil du hast anderen Menschen diese Chance gegeben. Und du kriegst für den Level 1, also für die Personen, die in deiner Community, die du selber ins Geschäft reingebracht hast, die erfolgreich werden, kriegst du 25% auf deren tägliche Root Rewards. Machen wir es ganz einfach. Stellen wir uns vor, du hast eine Partnerin, die hat im letzten Monat 100 Dollar verdient an täglichen Root Rewards. Ja, also kumuliert. Dann hast du darauf 25 Dollar an Matching Bonus bekommen. Und bei dem Kunden deiner Kunden, also sprich in deinem Level 2, kriegst du immerhin noch 20%. Im Level 3 15%, 10% und 5% immer noch im fünften Level. Das heißt, hier entsteht durch Wachstum, durch Größe deiner Community ein enormes Einkommenspotenzial, ein passives Einkommen, ja, was du jeden Monat am 1. des Folgemonats bekommst. Also am 1. September wird abgerechnet der gesamte August und du siehst das direkt in deinem Backoffice.
Und dann als vierte und letzte Einkommensmöglichkeit haben wir den sogenannten Harvest Reward. Das sehen wir hier in der letzten Spalte. Und dieser Harvest Reward, ich sehe ihn so an, so als Lifestyle-Bonus, der startet in dem Moment, wo du erstmalig die $5,000 überschritten hast. Ja? Das heißt, du hast $5,000 Volumen in dieser 30-Tages-Periode mit deinem Team überschritten. Du wirst Silber Super Affiliate und jetzt kriegst du erstmalig $100 als Lifestyle-Bonus. Einfach geschenkt, weil du halt eine Leistung erzielt hast. Und ja, und das steigert sich dann auf 150, auf 300, auf $400, wird immer ausgezahlt, auch am 1. des Monats, des Folgemonats. Und es zählt immer der Tag, der letzte Tag des Monats. Also bist du am 30. September Super Affiliate, dann kriegst du am 1. Oktober die $100. Und auch hier wachsen wir natürlich mit Wachstum der Community und das Ganze geht runter bis zu $35 ein Monat, einmalige Auszahlung im Monat. Also, ihr seht, was ich meine. Es gibt hier keine versteckten Provisionen, weil alles das, was du hier siehst, kannst du nachvollziehen durch das Backoffice oder durch den Umsatz deiner eigenen Partner. Und insofern ist das ein sehr cooler Marketingplan, er ist sehr offen, er ist sehr dynamisch, er ist sehr, sehr auszahlungsfreudig und damit komme ich zum Ende dieses kurzen Videos. Warum ist er so auszahlungsfreudig oder was kann ich dir da als Kennzahl mit an die Hand geben? Wenn du dir vorstellst, ein Einzelhandelsunternehmer dort draußen, jemand, der hat einen kleinen Kiosk, eine Trinkhalle, einen Lebensmittelladen und der macht Einkauf, Verkauf. Er kauft Ware ein und verkauft sie teurer weiter an seine Kunden. Wenn du mit diesen Menschen sprichst und die machen angenommen, nur um eine Zahl zu nennen, 100.000 Euro Umsatz und du fragst ihn, hey, was ist am Ende des Monats für dich übrig? Dann werden diese Menschen sagen, je nach Industrie, je nach, ja, nach Handel oder nach, ja, nach dem, was sie vertreiben, sind das 3, 4, 5, 6%. Womöglich 7%, die am Ende des Monats für ihn nach Abzug aller Kosten übrig bleiben. Einem guten Vertriebler, einem Mega-Networker, wenn du den fragst und der macht mit seiner Community $100,000 Umsatz, dann wird für den übrig bleiben 6, 7, 8%. Wenn dieserjenige Networker 10% von dem gesamten Umsatz seines Teams bekommt, dann hat er ein Top-Unternehmen mit einem Top-Marketing-Plan. Was ich damit sagen will, das ist schon relativ selten in dieser Industrie. Was ich dir aber versprechen darf, mit diesem Plan, mit diesen 4 Einkommensmöglichkeiten, wirst du Minimum 10% bekommen. Minimum. Wenn du sehr viel Eigenkunden hast, sehr viel Eigenengagement, wirst du diesen Verdienst sogar steigern können auf 12, 13 bis zu 15%. Und das ist außergewöhnlich und damit kannst du auch große Vertriebler, große Networker, große Influencer gewinnen, wenn diese Menschen das verstehen. Ja, hast du also dann eine Größenordnung von 100.000 Euro Umsatz und du weißt innerlich, hey, mindestens 10.000 davon sind deine im Monat, dann weißt du, dass du hier ein Business hast, auf das du langfristig zählen kannst, mit dem du dir ein passives Einkommen generierst und mit dem wir gemeinsam im Team sehr, sehr viel Spaß haben werden. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir diesen Marketingplan einigermaßen verständlich rüberbringen und ja, bis demnächst. Ciao.